ein, die ist gut. Was jetzt? Ist noch zwei Leute, wo wir reinpassen, wenn Aktivität. Gerade solche Sachen, der Papa wollte schon nicht sagen. Ja, genau. Ja, genau. Müssen wir die haben, weil ich habe da, wo da die Fahrradtür auf ist, der hat eine Maske. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, habe ich auch gesagt. Ich bin ja nur schwanger. Und können wir noch mit, oder? Hier sind nur zwei Sitze. Ich weiß nicht. Ja, zu dritt dürfte da draußen. Wir brauchen noch eine. Wir können zwei aufeinander. Okay. Ja, ihr könnt auch zu dritt da kommen. Ich habe mich doch für vorne angemeldet. Ich habe dir doch irgendwo einen Platz verhandelt. Mehr habe ich leider nicht. Gut. Voll? Ja, voll. Ich komme auf die Pferde gestiegen. Ich kenne mich da aus, wie das abläuft. Ich wohne auf einen. Das persönlich das jetzt nicht, aber ich wohne auf dem Pferdegestüt. Wir haben über 30 Pferde bei uns stehen, wo ich mich jeden Morgen und jeden Abend, wenn ich da bin, drum kümmere. Ich kann auch einen Koffer machen. Kann ich auch machen. Klein, klein und schmal. Klein und schmal. Um was geht es jetzt? Um welche Hilfe? Kannst du da ein bisschen einmal draufhalten. Was soll denn das jetzt? 100 Euro. Mal mit. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Wo geht's hin? Nach Sinzig zum LKWs abladen. Hilferuf? Dann kann man den ja nicht von unten schrauben. Das ist ein großer Großbruch. Ja, ich hab das da. Ich bin da am Schmerz. Das ist schlecht. Das ist ein Klassenbruch. Das ist ein Klassenbruch. Das ist ein Klassenbruch. Das ist ein Klassenbruch. Ist es schwer, so einen Bus zu reparieren? Kommt drauf an. 16 Tonnen. Wie viel? Wie viel Tonnen? 16 Tonnen. 16 Tonnen? Und wie viele Menschen können so einen Bus reinpassen? Hier, 160, wenn er ganz voll ist. Und woran fehlt es gerade? Was funktioniert nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwo ein elektrisches Problem zwischen Zündschloss, Zündelektrik und dem Anlasser. Irgendwo da ist ein Husten. Aber mehr kann ich heute wohl nicht. Ja, aber da denkt man, der Helfertag ist zu Ende und dann sowas, ne? Tja, wann hört man auf mit Helfen? Nie. Vamos lá.